Hallo zusammen, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau heute am 20.07.2022. Diesmal waren jetzt gar nicht so viele großartige Themen drin, sodass ich dann wieder ein bisschen Mikrokosmosarbeit leisten durfte. Ich habe gestern mit der Diana gesprochen. Ihr wisst ja, Diana, meine allerbeste Freundin, und wir sind jetzt nicht zerstritten oder verstritten oder sonst wie. Wir sind aber in vielen Bereichen gleicher Meinung und in vielen Bereichen nicht. Sie meint, ich bin da einfach zu pessimistisch, beschäftige mich nur mit Scheiße. Und dass ich jetzt erstmal auch eine gewisse Zeit lang keinen Kontakt haben möchte, vollkommen okay. Bin ich überhaupt nicht traurig, bin ich auch nicht böse, verstehe ich auch irgendwo, weil wir trotz gleichen Sternzeichens dann doch natürlich zum großen Glück unterschiedliche Menschen sind. Aber da geht es mir jetzt wirklich hier, jetzt in diesem Wit drüber, mache ich wirklich hier so viel Thermik im Schlechten. Sollte ich lieber besser Hundevideos machen oder Dinosaurier-Videos oder irgendwas Lustiges? Ich beschäftige mich natürlich mit vielem Elend, und das ist schon auch klar, gut ist das auch nicht unbedingt, aber ich kann jetzt nicht irgendwas über eine Schildkröte im Atlantischen Ozean machen. Interessiert mich das jetzt hier wirklich nicht, während hier der Bär brennt oder der Papst boxt oder die Hütte kohlt. Aber ganz wichtig, das ist jetzt hier auch da bei dem Trailer nochmal die ganz wichtige Message. Ja, also ich bitte euch da wirklich, kommentiert das, schreibt mir eure Geschichte oder kommt in meine Sendung oder sonst was, was ihr, und wenn ihr etwas Positives erlebt haben solltet in den letzten 1-2 Jahren, bitte, das darüber möchte ich gerne berichten. Ich habe da nicht so viel jetzt in dem Sinne, bis auf, aber das wird dann im Film auch nochmal klar, dass ich bei ganz lieben, tollen Menschen untergekommen bin. Das ist mehr wert als ein Lottogewinn in Höhe von 8 Millionen Euro. Selbst bei 16 Millionen Euro ist das immer noch viel wichtiger. Aber da bin ich jetzt auf eure Hilfe mal wieder angewiesen. Was das Spendenaufkommen betrifft, naja, gut, egal, aber kommentiert, schreibt was rein, schickt mir eine MP3 oder kommt in die Sendung irgendwie. Wenn ihr da was Positives erlebt habt, dann werde ich das gerne, gerne veröffentlichen. Und das ist jetzt auch nicht der Diana eins reinzubrettern, sondern einfach meine Sichtweise, die ich haben darf, für die ich mich weder entschuldigen muss, noch sie verteidigen muss, noch irgendwas in der Form. Es ist halt hier die Scheiße am Dampfen. Und nicht zu knapp, Diana feiert ihre Partys anders ab oder sieht es anders. Nochmal, darf sie, ich habe eine andere Sichtweise. Könnt ihr gerne schauen bei VK, bei BitChute, bei Odyssey und bei Rumble. Och, jetzt kommt wieder dieses verhurte Bild. Und gelangt dann zu eurer Lieblingsplattform. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.